Das Wort hat für die Fraktion Die Linke Herr Dr. Wilken, bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist schon erwähnt worden, vor ziemlich genau 2 Jahren haben wir in diesem Saal die Enquetekommission zur Veränderung der Hessischen Verfassung eingesetzt. Und wenn Sie sich einmal daran erinnern, was vor 2 Jahren hier für Erwartungshaltungen geäußert worden sind, wie generell umgebaut die Hessische Verfassung gehört, endlich modernisiert gehört, ähnlich breite Veränderungen herbeigeredet wurden, wie sie 2006 einmal gescheitert sind, möchte ich als Erstes einmal sagen, verglichen mit dem Anspruch von vor 2 Jahren machen wir doch eher etwas Kleinteiliges jetzt. Wir finden das ausgesprochen gut, weil wir haben während des gesamten Prozesses auch schon vor 2 Jahren eben und wir tun das immer noch, die Auffassung vertreten, dass unsere Hessische Verfassung maßgeblich, stilgebend und als erste deutsche Länderverfassung nach dem Zweiten Weltkrieg eben auch eine Verfassung ist, die besonders die Grundrechte, besonders die sozialen Grundrechte betont. Und das wollen wir auf jeden Fall erhalten, und das machen wir ja jetzt auch. Deswegen finden wir es auch nur richtig und wichtig, dass insbesondere die Regelungen zur Wirtschaftsverfassung hier in Hessen ausdrücklich nicht angetastet werden, weil sie gehören mit zu den sozialen Grundrechten unseres Landes. Und als jemand, der als Marburger Soziologe an die Hessische Verfassung herangeführt worden ist, also im Sinne Wolfgang Abendroths, habe ich selbstverständlich auch als einer der wenigen Nichtjuristen in der Enquetekommission manchmal schon die Stirn runzeln müssen, weil wir haben und diskutieren das doch grundlegend anders. Ich will das nur an einem Beispiel hier noch einmal ganz deutlich sagen. Meine Auffassung bleibt, das Grundgesetz gibt nicht vor, wie die Wirtschaft in Deutschland zu organisieren ist. Die Hessische Verfassung gibt vor, dass sie in Hessen sozialistisch zu organisieren ist. So ist die Faktenlage. Auch ein zweiter Bereich, den wir wichtig und richtig in unserer Verfassung – Herr Hahn, Sie haben doch nach mir das Wort – die wir richtig und wichtig geregelt finden in der Hessischen Verfassung, ist, der Krieg ist in Hessen geächtet. Auch das bleibt so, und auch das finden wir ausgesprochen richtig und gut. Das heißt aber auch in Konsequenz, dass diese Verfassungsaufträge, die wir haben, auch von uns als Politikerinnen und Politikern, aber vor allen Dingen von uns insgesamt als Bürgerinnen und Bürgern, umgesetzt werden müssen, Realität werden müssen und nicht mehr ein historischer Text verbleiben dürfen. Nun noch einmal eine Klarstellung, damit das auch nicht zu Verwirrungen hier oder draußen im Land führt. Selbstverständlich tragen wir Linken einen Gutteil der Verfassungsänderungen, die wir in der Enquete erarbeitet haben, mit. Selbstverständlich sind wir dafür, dass die Todesstrafe gestrichen wird bzw. abgeschafft ist. Sie ist abgeschafft, das wissen wir alle. Selbstverständlich tragen wir mit, dass eine Betonung der Gleichberechtigung von Mann und Frau reinkommt. Das ist alles im Grundgesetz geregelt, aber gut, wir schreiben es hier noch einmal rein. Die Tatsache, und selbstverständlich finden wir es gut, dass wir Kinderrechte als erstes deutsches Bundesland in den Verfassungsrang geben, das finden wir richtig und gut. Der einzige Grund, warum wir diese Gesetze nicht mit einbringen, liegt bei der CDU, die das nicht will, dass wir gemeinsame Sache machen. Das muss man der Ehrlichkeit halber hier so deutlich sagen.
Ich hoffe, dass Sie das nicht in die Verfassung reinschreiben, dass Sie mit der LINKEN nicht zusammenarbeiten. Aber das, ich bin mir auch nicht sicher, welche Peinlichkeiten Ihnen noch so einfallen. Ich will noch einmal kurz auf ein paar Probleme zu sprechen kommen. Es ist schon angesprochen worden, wir sehen die Bedeutung der Verankerung von Staatszielen, die immerhin ein knappes Dutzend der jetzt vorliegenden Änderungsvorschläge ausmachen, äußerst kritisch. Zum einen, weil wir in der Definition der Staatsziele von vornherein reinschreiben, die werden nur verfolgt, solange wir Geld dafür haben. Das ist eine uns viel zu weitgehende Einschränkung. Zum Zweiten, und das haben die einbringenden Fraktionen in dem jeweiligen Gesetzesvorblatt auch sehr deutlich gemacht. Sie haben jeweils angegeben bei der Verfolgung des Staatsziels Ehrenamt, Nachhaltigkeit, Sport, Kultur. Sie haben jeweils angegeben, das hat keinerlei finanzielle Auswirkungen. Auf dem Vorblatt steht finanzielle Auswirkungen jeweils keine. Ja, meine Damen und Herren, wir wissen doch alle, wenn wir politische Ziele umsetzen wollen, dann müssen wir Geld in die Hand nehmen. Das entlarvt meiner Meinung nach Ihre Staatszielbestimmungen als eine große Geste, aber da kommt nichts nach. Wir haben exemplarisch an einer Stelle einen anderen Weg gewählt. Ich sage deswegen exemplarisch an einer Stelle, weil wir sehr genau wissen, dass dieser Gesetzentwurf hier in diesem Haus keine Mehrheit finden wird. Aber wir haben exemplarisch für ein Grundrecht auf Wohnen formuliert, in dieser Gesellschaft muss man wohnen können, damit man in dieser Gesellschaft leben kann. Das heißt, es gibt ein Grundrecht auf Wohnen. Und wir formulieren es so, dass es ein individuell einklagbares Grundrecht auf Wohnen gibt. Und zum Grundrecht auf Wohnen gehört dann eben auch, dass ich Energie brauche, dass die nicht abgestellt werden darf und dass ich nicht rausgekündigt bzw. rausgeklagt werden kann, ohne dass angemessener Ersatz zur Verfügung steht. Das wollen wir formulieren. Das ist unser Verständnis von Grundrecht. Und selbstverständlich sagen wir auf unserem Gesetzesvorblatt ganz klar, das kostet richtig Geld. Das ist uns klar. Einen weiteren Gedanken zu dem, was die Enquetekommission jetzt nicht als Veränderung vorschlägt, weil da bin ich schon ein bisschen nachdenklich. Und damit meine ich jetzt nicht den politischen Streit, den wir geführt haben über einen Gottesbezug, sondern andere Anregungen, die wir nicht aufgenommen haben. Ich habe sehr gut im Ohr, wie insbesondere der VdK immer wieder darauf gedrängt hat, dass wir die besonderen Rechte von Menschen mit Behinderungen verankern. Mich macht es schon nachdenklich, dass die vier Fraktionen, die jetzt die Gesetze zur Änderung einbringen, das nicht berücksichtigen. Auch macht mich nachdenklich, dass die Ansprüche auf sexuelle Identität und andere diskriminierende Bedenken nicht aufgenommen werden. Es gehört der Ehrlichkeit dazu, vieles der Vorschläge, die aus meiner Sicht auch sehr überzeugend vorgetragen worden sind, werden eben nicht berücksichtigt. So, wie geht es jetzt weiter? Wir werden diese Gesetzentwürfe, also den von der SPD alleine, zwei von der FDP alleine, einen von uns alleine und die 15, die aus der Enquetekommission kommen, jetzt im Hauptausschuss beraten. Es gibt eine vorsichtige Absprache, sage ich mal, dass parallel, vielleicht nicht genau zeitig, aber in dem Zeitraum, wo der Hauptausschuss hier eine parlamentarische Anhörung organisiert, wir durchaus auch noch einmal draußen im Land breit erläutern, was wir machen, und selbstverständlich breit geschlossen auch dafür werben, dass die guten Veränderungen dieser Verfassung auch in einer Volksabstimmung angenommen werden. Ich hoffe, dass wir es schaffen werden, auch an der Stelle noch einmal zu einer Verzahnung von
öffentlicher Diskussion im Land und Diskussion hier im Parlament zu kommen. Ich möchte enden, auch wie es alle meine Vorredner getan haben. Ich glaube, wir haben in dieser Enquetekommission Verfassung schon beispielhaft gut zusammengearbeitet, nicht nur schnell, sondern auch gut. Umso bedauerlicher ist es, dass das Arbeitsergebnis nicht von allen Fraktionen auch vorgestellt werden darf. Aber da kann ich nichts dran ändern. Ich bedanke mich. Nächste Wortmeldung, Herr Dr. Hahn für die Fraktion der FDP. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben in den letzten Tagen häufig aus dem Munde von Vertretern der Regierungsfraktionen bzw. von Mitgliedern der Landesregierung gehört, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Doppelhaushalt 2018-2019, da sei etwas historisch. Ich habe das Gefühl, da hat man sich überhoben. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht liegt das auch an meinem 30. Geburtstag mit diesem Landtag. Was wir heute hier diskutieren, das ist wirklich historisch. Das ist wirklich historisch. Wir schaffen es das erste Mal, dass wir die nunmehr 71 Jahre alte, ja, gesunde, aber in die Jahre gekommene Verfassung versuchen, an die Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts eines modernen Industrielandes Hessen anzupassen. Das haben wir bisher nicht geschafft. Es ist historisch, dass wir uns daran gewagt haben, wohl wissend, dass fünf verschiedene Auffassungen über die Hessische Verfassung in diesem Hause bestehen, dass wir uns daran gemacht haben, zu versuchen, auf der einen Seite den Ursprungskern der 46er Verfassung erkennbar zu halten und auf der anderen Seite aber die Anforderungen des Jahres 2025, 2030, wie gesagt, in einem modernen Industrie- und Dienstleistungsland mit viel Kultur Hessen anzupassen. Wir sollten uns darüber bewusst werden, ohne dass wir jetzt in Selbstgefälligkeit verfallen, das machen Politiker ja sowieso niemals, dass wir es uns deutlich machen, daran sind schon vor uns einige gescheitert. Ich meine jetzt insbesondere die Enquetekommission, die vor 12, 13 Jahren gearbeitet hat. Aber ich kann mich auch daran erinnern, ich bin ja, wie gesagt, lange genug in diesem Hause Mitglied, dass ja schon in den 90er Jahren versucht worden ist, da mal ranzugehen, eine Aktualisierung, eine in die Wirklichkeit weiterbringen der Verfassung vorzunehmen. Wir haben es niemals geschafft, das in einem gesamten Wurf zu tun. Wir haben immer Teilhappen herausgeholt, wie z. B. auch den Gescheiterten. Herr Vorsitzender hat darauf hingewiesen, mit der Senkung des Wahlalters von 21 auf 18 Jahren. Und wenn ich einmal ganz ehrlich bin, hatte ich immer das Gefühl, bei keiner Änderung, die der Landtag beschlossen hat, dass man diese nicht auch im Hinblick auf die nächste Landtagswahl gemacht hat. Ich denke an die Staatszielbestimmungen als Beispiel. Da kann mir einer erzählen, was er will, dass das wichtig ist. Ja, und ich glaube, dass ich immer meine Hand oben hatte. Aber war das nicht immer auch im Zusammenhang mit einer möglichen Profilierung im Hinblick auf die kommende Landtagswahl zu sehen? Die einzige Ausnahme, die ich sehr bewusst, deshalb jetzt auch am Ende dieses Teiles stelle, ist die Frage der Schuldenbremse. Das hatte mit Landtagswahl nichts zu tun, sondern das hatte etwas damit zu tun, wie wir uns selbst im Ringen
um die Frage auf der einen Seite enorme Aufnahmen zusätzlicher Schulden im Hessenhaushalt des Jahres 2008, 2009, 2010 damit auseinandersetzen, wie wir nachhaltige Finanzpolitik machen und deshalb den Weg gegangen sind, zunächst uns hier zu einigen und dann dem Volk eine Änderung der Verfassung vorzulegen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und da bin ich heute noch dem hessischen Volke dankbar, dass es trotz der Polemik auch aus Gewerkschaftskreisen und ich sage auch sehr bewusst auch aus Kreisen des Beamtenbundes, dass das Volk so vernünftig gewesen ist, uns diese zusätzliche Schranke hereinzubauen. Lassen Sie mich diesen Satz als Parteipolemik bitte durchgehen. Ansonsten hätten wir nämlich gestern nicht oder vorgestern nicht in zweiter Lesung einen Haushalt beschlossen, der immerhin an das Thema Reduzierung der Schulden herangeht. Vielen Dank, liebes Volk, dass ihr da mitgemacht habt. Sie werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, von mir jetzt nicht einmal den vierten Aufguss von dem hören, was alles Gutes gemeinsam gemacht worden ist. Und Sie werden auch nicht den dritten Aufguss hören darüber, wie stolz ich aber bin, dass wir als Liberale uns bei dem und dem Punkt eingesetzt haben. Dankenswerterweise haben das die Kollegen ja bei dem einen oder anderen Punkt auch schon Herr Heinz wie aber auch Kollege Schmidt vorgetragen, sondern ich möchte Ihnen als Zweites sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass ich bei diesem Prozess von Anbeginn an dabei sein durfte. Ja, der Hessische Landtag ist keine Veranstaltung der Erwachsenenbildung. Dafür werden Abgeordnete nicht gewählt. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben unheimlich viel durch die Arbeit in diesem Ausschuss gelernt. Wir haben unheimlich viel gelernt von uns wechselseitig. Aber wir haben noch viel mehr gelernt von denjenigen, die uns betreut und die uns begleitet haben. Und da sind ja schon viele aufgezählt worden, die Bürgergesellschaft, die hier war. Ich sage mir auch sehr bewusst Frau Kollegin Silvia Schenk, die uns immer wieder auf den Boden geführt hat, wenn wir einmal versucht haben, abzuheben. Oder wenn wir einmal ein bisschen zu intransparent uns bewegen wollten, um eine ihrer beruflichen Tätigkeiten aufzunehmen. Aber ich sage auch ausdrücklich, ich habe auch viel gelernt durch die Damen und Herren Professoren und Sachverständigen, die ja auch in Situationen, in denen wir auf einmal nicht mehr so wirklich wussten, wo es lang gehen sollte. Ich sage nur das Thema, wie viele Verfassungsänderungen kann man denn durchführen? In Ihrem Sommervotum, das war ja sogar ein Sommer gewesen des Jahres 2016, einstimmig, und das musst du dir mal vorstellen, bis die Namen der Zunge zergehen lässt, ich nenne sie jetzt bewusst nicht, weil das wäre alles jetzt nur schon wieder ein Ansatz von Polemik, aber wer, dass diese fünf Persönlichkeiten des deutschen Rechts zu einer Meinung gekommen ist, zu einer Auffassung gekommen ist, die dann dazu geführt hat, dass ja auch die ursprünglich politisch gesetzte Forderung, insbesondere des Ministerpräsidenten, es gibt da fünf, sechs Änderungen aus dem Haus, aufgegeben werden konnte. Da bin ich sehr dankbar dafür, weil es immer auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau durchgeführt wurde. Ich habe da viel gelernt und bedanke mich dafür. Das gibt einem auf alle Fälle auch wieder das Gefühl, dass man als Jurist, lieber Norbert, der im Jahre des Herrn 1980 sein Examen gemacht hat, sich mit den Themen auseinandersetzen kann. In diesem Zusammenhang erwähne ich auch unsere Mitarbeiter. Es ist schon von dem einen oder anderen Vorredner erwähnt worden. Und ich bin Ihnen nicht nur dankbar, dass Sie jemals den Obmann, waren alles nur Männer, intensiv gebrieft haben. Vielen Dank, Herr Dr. Recker, dass Sie das mit mir getan haben, sondern dass unsere Mitarbeiter, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch in Situationen, in denen wir Obleute eigentlich mal gerade an der Wand standen, wir wussten jedenfalls bei drei, vier Punkten nicht weiter. Immer das Ziel vor Augen, so viel wie möglich gemeinsam abzuhaken, dass dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Kaffee, Kuchen, Tee, keine Ahnung, Wein, Glühwein, nee, das war vor der Glühweinzeit, es geschafft haben, so fundierte Lösungen vorzulegen, dass wir sie dann überarbeiten konnten. Vielen herzlichen Dank an die Damen und Herren. Ja,
Wir haben uns auch einen Stil gegeben, von dem ich hoffe, ich entfleuche ja immer mehr in die Rolle des Elder Statement, die wir uns ein bisschen mehr noch angewöhnen sollten. Ich mache es mal sehr flapsig. Hätte sich vor 2 Jahren denn jemand vorstellen können, dass Kaufmann und Hahn in vielen Punkten an einem Strick ziehen und in die gleiche Richtung? Das hat die Arbeit gebracht, und auch das finde ich nicht nur persönlich, sondern ich glaube, stilprägend auch für das Haus. Man merkt es ja auch, wie wir uns jetzt in anderen Dingen benehmen. Nicht mit dieser Reflexartigkeit, die uns nun mal über 15, 20 Jahre engster Freundschaft in diesem Hause ausgemacht hat, dass wir darüber jetzt gesprungen sind. Das ist ein Abfallprodukt der Arbeit, aber ich glaube, für das Haus insgesamt, weil es geht nicht nur um Kaufmann und Hahn, stilprägend. Da kann man sich schon wundern, lieber Thomas Schäfer. So ist das Leben. Ich will etwas Neues sagen, weil das bisher noch nicht gesagt worden ist. Wir haben die Oppositionsfraktionen eindringlicher, aber die GRÜNEN waren eigentlich auch dabei, gesagt, wir müssen uns auch mit dem Untersuchungsausschussrecht in diesem Lande auseinandersetzen. Eine never-ending story. Also, die ist bestimmt schon 20 Jahre alt, wenn das reicht. Und wir sind nie zur Potte gekommen, immer mit irgendwelchen anderen Begründungen. Und da ich in jeder Rolle in diesem Hause schon gewesen bin, war ich auch manchmal dabei gewesen, eine Argumentation zu pflegen, die sicherlich man auch als vordergründig erahnen könnte. Wir haben es jetzt geschafft, uns zu vereinbaren. Natürlich ist das jetzt nicht die Aufgabe der Obleute in der Orchid-Kommission, aber das Signal in die Fraktionen herein. Wenn denn der einzig noch verbliebene Untersuchungsausschuss in dieser Legislaturperiode seine Beweisaufnahme schließt, dass wir dann noch das ehrgeizige Ziel haben, bis zum Ende dieser Legislaturperiode ein Untersuchungsausschussgesetz Ihnen nicht nur vorzulegen, sondern auch mit Ihnen gemeinsam zu beschließen. Und ich darf den Beteiligten sagen, wer es noch nicht weiß, dass der besagte Untersuchungsausschuss am Mittwochmittag, lieber Vorsitzender Hartmut Honka, die Beweisaufnahme geschlossen hat, sodass die Arbeit jetzt auch hier beginnen kann. Ich spreche das deshalb an, weil ein wichtiger Punkt für uns Liberale ja auch gewesen ist, dass die Minderheiten und die Parlamentsrechte gestärkt werden. Wir haben eine relativ gute Geschäftsordnung. Aber in der Verfassung haben wir dazu keine Grundlage. Und wir wollten, dass so etwas auch in die Hessische Verfassung hereinkommt. Beim Untersuchungsausschuss kann man aber auch sagen, machen wir ein Gesetz. Auf diesen Kompromiss haben wir uns geeinigt. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich nehme einen relativ hohen Wettbeitrag an, dass aus den 15 gemeinsamen Gesetzentwürfen noch ein 16. wird, den wir den Menschen zur Abstimmung vorlegen. Das ist der von uns eingebrachte Gesetzentwurf zur Stärkung der Rechte der Opposition. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dagegen kann man ja nicht sein. Er ist im Übrigen abgeschrieben aus 13 Landesverfassungen und in jeder Und jede der hier vertretenen Fraktionen ist in dem einen und anderen Land sogar in der Regierungsbeteiligung dabei. Also man kann ja nichts dagegen haben, dass festgeschrieben wird, dass die Opposition als grundlegender Bestandteil der parlamentarischen Demokratie anerkannt wird. Ich weiß, die Sozialdemokraten haben das zum 16 machen, dadurch zunächst verhindert, dass sie sagen, das ist uns zu wenig. Mehr ist immer gut. Das hatten wir ja auch schon bei der Haushaltsdebatte vor 2 Tagen diskutiert. Mehr ist immer gut. Aber wir sind hier nicht beim Metzgermeister. Und ich glaube, dass es dem Mitglied des Staatsgerichtshofs, der Richterin oder dem Richter, vollkommen klar ist, wenn dieser Satz drinsteht, was wir damit gemeint haben,
Und die Folgerungen, die in dem Satz 2 und 3 drinstehen, den ihr aus Bayern, glaube ich, oder wo auch immer noch übernommen habt, dass das dann auch gilt. Deshalb ist mein Appell, ist unser Appell, schaffen wir es in der Anhörung aus den 15, jedenfalls, wir hören uns an, den 16. noch dazu zu packen. Ja, ganz bewusst zum Abschluss. In großem Unterschied zu dem Kollegen Dr. Wilken. Wir halten die Wirtschaftsverfassung in der Hessischen Verfassung für überholt. Wir halten sie für falsch. Wir hätten sie auch gerne herausgenommen. Wir haben aber gemerkt, dass das den Grundkonsens so von erheblich stören würde, dass wir, wie Sie merken, noch nicht einmal einen Änderungsantrag gestellt haben. Aber warum haben wir das getan, lieber Herr Wilken? Weil wir keine gefühlte Soziologenmeinung haben, sondern weil wir eine abgestimmte, höchstrichterlich abgesicherte Rechtsmeinung haben, und die heißt, dass in diesen Punkten die Normen der Hessischen Verfassung nett zu lesen sind, aber rechtlich keinerlei Auswirkungen haben. Das ist schade, dass so etwas noch in der Verfassung steht. Aber wenn es halt so ist, dann ist es halt so. Ich wollte ja ganz bewusst am Ende ein bisschen wieder für Stimmung sorgen, sonst wären Sie gezwungen, mir alle mit Beifall den Abgang zu erleichtern. Ich jedenfalls freue mich auf die entsprechenden Anhörungen und hoffe, dass wir am Ende nicht nur 16 erfolgreiche Anträge vorlegen, sondern auch 16 Mal vom Volke mit einem „Das habt ihr richtig uns vorgeschlagen“ belohnt werden. Vielen herzlichen Dank. Für die Landesregierung hat das Wort Herr Staatsminister Windermeyer. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Enquetekommission, wie wir das ja schon gehört haben, hat sich in insgesamt 19 Sitzungen, darunter drei regionalen Bürgerforen, sowie in einer umfassenden dreitägigen öffentlichen Sachverständigenanhörung dem im Einsetzungsantrag vom 10. November 2015 formulierten Auftrag gestellt, die Hessische Verfassung zu überarbeiten und hierzu dem Hessischen Landtag beratungs- und beschlussfähige Gesetzesvorschläge zu unterbreiten. Die Landesregierung darf feststellen, sie waren erfolgreich. Die heute in erster Lesung zu beratenden 15 Gesetzentwürfe zur Änderung und zur Ergänzung unserer Verfassung sind Ergebnis eines umfassenden und intensiven Beratungs- und Diskussionsprozesses, der von vornherein auf eine möglichst umfassende Beteiligung der hessischen Bürgerinnen und Bürger gerichtet war. Die Landesregierung war gerne mit beratender Stimme in die Arbeit der Enquetekommission eingebunden. Sie hat insbesondere Formulierungshilfen, die in diesem Falle nicht kritisiert worden sind, geleistet, um die Änderungsvorschläge, die dort entwickelt worden sind, gesetzestechnisch umzusetzen. Und die Landesregierung hat die Beratungen der Kommission gerne durch gutachterliche Hinweise zu den Rechtsfolgen unterschiedlicher Regelungsvarianten unterstützt. Ich werde auch gerne den an uns gerichteten Dank an unsere Mitarbeiter der Rechts- und Verfassungsabteilung der Staatskanzlei weitergeben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Entscheidung über die Änderung der verfassungsrechtlichen Grundordnung unseres Landes ist originäre und vornehmste Aufgabe des Hessischen Landtages. Die von ihm beschlossenen Verfassungsänderungen kommen freilich, wie wir alle wissen, nur zustande, wenn in ihnen das Volk mit der Mehrheit der Abstimmenden zustimmt. Ich möchte das ausdrücklich betonen, aus Respekt vor der Arbeit der Enquetekommission und vor unserem Parlament im Hessischen Landtag wird sich daher die Landesregierung einer detaillierten inhaltlichen Bewertung der einzelnen 15 Gesetzentwürfe enthalten. Meine Damen und Herren, es liegt in der Natur eines solchen Vorhabens, dass sehr unterschiedliche Grundüberzeugungen und Erwartungen aufeinandertreffen. Das hat sich in der Enquetekommission selbst ebenso gezeigt wie in dem Beratungsgremium Zivilgesellschaft, in dem zahlreiche Institutionen und Verbände vertreten waren. Umso mehr
begrüßt die Landesregierung, dass es trotz der teils widerstreitenden Ausgangsposition gelungen ist, einen breiten, parteiübergreifenden Konsens zu finden und sich auf eine überschaubare Zahl von 15 Verfassungsänderungen zu einigen. Meine Damen und Herren, in einer Zeit, in der sich die Parteienlandschaft grundlegend wandelt und die Bevölkerung zunehmend daran Zweifel zu haben scheint, dass parlamentarische Entscheidungsprozesse zur Lösung anstehender Probleme nicht geeignet seien, ist dies ein wichtiges Signal, das heute gesendet wird. Die antragstellenden Fraktionen demonstrieren nicht nur die Handlungsfähigkeit des Parlaments, sie zeigen auch, wie wir meinen, ihre Bereitschaft, sich über parteipolitische Grenzen hinweg gemeinsam zu verständigen über die Änderung der Hessischen Verfassung und damit über die Grundlagen, die für unser Gemeinwesen und das gesellschaftliche Zusammenleben maßgeblich sind. Dafür möchte ich danken. Folgerichtig hätte man allerdings dann auch auf die vier wohl nicht mehrheitsfähigen Einzelgesetze unterschiedlicher Fraktionen verzichten können. Ich bin aber davon überzeugt, dass die Arbeit der Enquetekommission und die breite Einbindung der Öffentlichkeit vielen Menschen in unserem Land vor Augen geführt hat, welche Bedeutung unsere Hessische Verfassung für die politische und gesellschaftliche Entwicklung unseres Gemeinwesens und die Gestaltung unseres Zusammenlebens hat. Meine Damen und Herren, die Landesregierung wird das ihre dazu tun. Sie wird, und zwar auch jenseits ihrer unmittelbaren Verantwortlichkeit für die Durchführung der Volksabstimmung, das weitere Gesetzgebungsverfahren gerne konstruktiv begleiten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten, liebe Kollegen, lassen Sie mich bei der vermutlich letzten Wortmeldung der Hessischen Landesregierung in diesem Jahr 2017 es nicht verabsäumen, Ihnen allen ein frohes und segenreiches Weihnachtsfest, Tage der Entspannung und einen guten Start ins neue Jahr 2018 zu wünschen. Es wird sicherlich ein spannendes Jahr, aber ich glaube auf jeden Fall ein erfolgreiches Jahr für unser Bundesland Hessen. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Debatte. Wir kommen nun zu den Formalitäten, die dazu gehören. Wir haben bei den Tagesordnungspunkten 9 bis 23 Gesetzentwürfe, die zur Verfassungsänderung gehören, die wir jetzt in erster Lesung beraten haben. Ich die Frage, ob Widerspruch besteht, dass wir sie zur weiteren Vorbereitung des Gesetzgebungsverfahrens in den Hauptausschuss überweisen. Dem widerspricht keiner, dann sind diese Gesetzentwürfe überwiesen. Dazu kommt jetzt der Tagesordnungspunkt 25. Das ist in der Nominierung ein Bruch, weil vorher andere Punkte drin standen. Und auch hier kein Widerspruch besteht, ihn zu überweisen in den Hauptausschuss nach vollzogener erster Lesung. Dann stelle ich fest, dass er überwiesen ist. Und es gibt noch die Punkte 27 bis 29. Drei erste Lesungen zur Verfassungsänderung. Wer hier nicht wieder, wenn niemand widerspricht, dann können wir auch diese nach erfolgter erster Lesung in den Hauptausschuss überweisen. Das ist der Fall. Und damit sind sie überwiesen. Meine Damen und Herren, ich will ein paar technische Dinge noch sagen, und dann kommen wir zum Schluss für dieses Jahr. Wir haben auf der Tagesordnung noch 17 Anträge, 6 Große Anfragen und 5 Ausschussberichte. Das klingt viel, aber im Gegensatz zu dem, was wir einmal hatten, ist es schon ein bisschen weniger geworden. Das heißt, wir sind nicht arbeitslos im nächsten Jahr. Ich gehe davon aus, dass außer einem Punkt, den ich separat aufrufe, nämlich dem 70er, alle anderen in das nächste Plenum überwiesen werden. Okay. Die Fraktion DIE LINKE hat gebeten, dass der Top 70 abschließend im SIA beraten wird. Damit ist er überwiesen. Und damit ist das so beschlossen. Meine Damen und Herren, wir haben festzustellen, und ich möchte, dass wir das ganze Haus tun, auch für die Öffentlichkeit, irgendwo wird sie sein. Der Hessische Landtag ist ein
Haben wir einen da oben? Ja, Herr Bebenburg, okay, alles klar. Der Hessische Landtag ist ein fleißiges Parlament. Das sollten wir uns auch nicht in Abrede stellen lassen, meine Damen und Herren. So viel Selbstbewusstsein hat der Hessische Landtag auf alle Fälle. Wir haben bei allen kritischen Auseinandersetzungen eine fleißige Regierung mit einem fleißigen Apparat von Menschen, die dafür arbeiten, dass dieses Land funktioniert. Und wenn wir nicht heftig streiten würden, könnte ich diese Feststellung nicht treffen. Zu jedem Streit gehört natürlich auch die Frage, an welcher Stelle werden Grenzen überschritten. Ich sage Ihnen persönlich, wir sind Menschen wie viele andere, wie alle anderen auch, mit unseren Emotionen. Und natürlich gibt es auch Grenzüberschreitungen. Das gilt mein Hinweis besonders für das kommende Jahr. Weil im Endeffekt das kommende Jahr ist ein Wahljahr für uns Hessen und wer weiß, was uns sonst noch blüht. Insofern meine herzliche Bitte für das nächste Jahr, diese Form der politischen Besonnenheit zu üben. Ich habe als Kind den Spruch gelernt, wenn du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Das ist ein unwahrscheinlich hoher Anspruch. Aber in dem Sinne will ich Sie entlassen in die Weihnachtspause. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine entspannte Situation, eine friedvolle Situation. Das, was uns alle gemeinsam eint, das ist der Wunsch, dass ein Stück mehr Frieden auf der Welt im nächsten Jahr entsteht. Sofern wir Hessen etwas dazu beitragen können, wollen wir es gemeinsam tun. Alles Gute für Sie und Ihre Familien. Bis ins nächste Jahr. Meine Damen und Herren, der Hinweis gilt noch, der Hauptausschuss tagt im Sitzungsraum 100a. Wir machen es trotzdem. Ich frage auch noch,